Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Video in meiner Challenge. Und heute geht es um das berühmte Bauchgefühl oder auch die Intuition. Ich hatte letztens eine Nachricht, habe gehört, ich habe kein Bauchgefühl. Sowas habe ich nicht. Aber jeder Mensch hat Intuition. Wir haben nur vergessen, darauf zu hören. Wir haben sie so ein bisschen vergraben. Man sagt auch, das ist der sechste Sinn. Und dieses Bauchgefühl, das basiert auf einem harmonischen Ausgleich von Körper und Geist. Und wie kann man so einen harmonischen Ausgleich erreichen? Indem man sich regelmäßig entspannt, indem man Entspannung in seinen Alltag bringt, durch Meditation, durch Yoga, durch einfach 5 Minuten in Ruhe einen Kaffee trinken. Entspanntere Menschen können einfach viel, viel leichter auf ihre Intuition hören als gestresste Menschen. Ist auch eigentlich logisch. Gestresste Menschen können sich nicht die Zeit nehmen, in sich hineinzuhorchen, haben keine Verbindung zu sich selbst. Deswegen sorge dafür, dass du dich jeden Tag ein paar Minuten entspannen kannst. Du wirst entspannter und kannst damit automatisch viel, viel besser auf deine Intuition, auf dein Bauchgefühl hören. Das Bauchgefühl äußert sich in diesen plötzlichen Einfällen, in diesen neuen Gedanken, die plötzlich kommen. Das kann sein, kurz vor dem Einschlafen ist so ganz, ganz klassisch oder morgens beim Aufwachen oder unter der Dusche, wenn wir mal schnell abschalten. Da kommen diese plötzlichen Eingebungen und diese plötzlichen Eingebungen, das ist das Bauchgefühl. Ein wichtiger Punkt zum Thema Bauchgefühl ist natürlich auch das Selbstvertrauen, also das Vertrauen in sich selbst, dass man die richtigen Entscheidungen treffen kann, denn dafür ist ja das Bauchgefühl auch da, dass es uns hilft, Entscheidungen zu treffen, unser Leben in eine bestimmte Richtung zu leiten. Und ganz oft ist es so, dass uns alte Gedankenmuster oder das, was wir erzählt bekommen haben, was wahr ist, uns darin einfach blockieren. Und das ist etwas, das muss man aufbrechen, das muss man erkennen, das muss man auflösen und das muss man einfach ein bisschen neu und umprogrammieren. Ein weiterer Punkt, um seine Verbindung wieder zum Bauchgefühl zu finden, ist Achtsamkeit. Also zu lernen, im Hier und Jetzt zu sein, dass jetzt dieser Moment zählt, nicht was gestern war, nicht was morgen ist, sich keine Sorgen auch zu machen über das Morgen, über das Gestern, Probleme hin und her zu wälzen, sondern in dem Moment zu sein. In dem Moment zu sein, beim Spiel mit euren Kindern, in dem Moment zu sein, die Sonne gerade untergehen zu sehen, in dem Moment zu sein, 5 Minuten in Ruhe zu meditieren. Das ist Achtsamkeit. Also wenn du dein Bauchgefühl stärken willst, dann achte darauf, dass du achtsamer bist, dass du deine Achtsamkeit stärkst. Wir vertrauen uns manchmal zu wenig und wollen dem nicht glauben, was uns unser Gefühl sagt. Und deswegen haben wir das unterdrückt, deswegen haben wir das abgeschwächt, deswegen denken wir viel, viel mehr über Probleme, über Sorgen nach, als einfach in uns reinzuhören und uns die Antwort von uns selbst geben zu lassen. Es gibt eine wunderschöne Übung, die findet ihr auch in meinem Audiokurs mit mehr Selbstvertrauen, Mama und Frau sein. Ich möchte euch ganz kurz nur mal so ein Müh davon zeigen. Und zwar hilft es dabei, wieder anzufangen, auf seine Intuition zu hören. Da werden verschiedene Begriffe genannt und diese Begriffe lösen irgendwas in dir aus. Also entweder ist es ein Grummeln im Bauch, dann geht es dir nicht gut, oder es sind Schmetterlinge im Bauch, es ist ein Kribbeln, das durch deinen Körper fährt. Also positive oder negative Empfindungen. Es kann auch neutral sein, gerade am Anfang. Und ich möchte euch einfach mal 5 Begriffe jetzt nennen und ihr spürt mal in euch hinein, was diese Begriffe bei euch auslösen, um einfach mal wieder zu fühlen, was ist dieses Bauchgefühl, was ist diese Intuition, wie äußert die sich bei mir? Familie. Gesundheit. Stress, Leistungsdruck, Freiheit. Und wie gesagt, in meinem Audiokurs gibt es diese Übung in einer verlängerten Version, um einfach mal herauszufinden, wie reagiert mein Körper auf verschiedene Begrifflichkeiten. Und dann möchte ich dich heute gerne zu einer weiteren Übung einladen, und zwar zu einem Versuch. Bist du ein Mensch, der jeden Morgen Kaffee trinkt? Dann ist das zu einer Routine, zu einer Regelmäßigkeit geworden, die du einfach nicht mehr hinterfragst. Du trinkst einfach jeden Morgen deinen Kaffee. Und ich möchte dich dazu einladen, morgen früh, bevor du anfängst, dir deinen Kaffee zu machen, in dich hineinzuhorchen, ob du heute Lust auf einen Kaffee hast.
Wenn die Antwort ja ist, dann mach dir super gerne einen Kaffee, aber vielleicht ist die Antwort morgen früh ja auch Tee. Und dann versuch das mal in deinem Alltag einzubauen. Alles, was für dich zu einer Normalität geworden ist, was du einfach so machst, weil du es jeden Tag machst, fang an, diese Dinge zu hinterfragen. Frag dich, hast du heute Lust darauf? Wenn die Antwort ja ist, mach es. Aber vielleicht bekommst du auch eine andere Antwort. Und das ist mal ganz spannend zu sehen. Und da kommst du dann zu diesem Punkt, was fühlt sich für mich richtig an? Und das muss heute nicht dasselbe sein wie morgen, weil du morgen schon wieder ein ganz anderer Mensch bist. Also fang an, Dinge zu hinterfragen, die du einfach schon seit langer Zeit nicht mehr hinterfragt hast. Ich hoffe, auch dieses Video hat dir wieder sehr gefallen. Mach gerne die kleinen Übungen, von denen ich dir heute erzählt habe. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss.